Hallo zusammen, ich bin Christoph Trautvetter und ich arbeite als externer Projektleiter für das Projekt Wem gehört die Stadt der Rosa-Luxemburg-Stiftung. In diesem Projekt versuchen wir seit mehr als 3 Jahren, Mietern und Mieterinnen dabei zu helfen, ihren Vermieter zu finden. Dafür recherchieren wir zusammen mit den Mieterinnen, mit den Mieterinnis der Stadt, wem ihr Haus gehört am Ende. Wir suchen in öffentlichen Registern vom im Grundbuch eingetragenen Eigentümer bis zum finalen Empfänger der Miete. Und wir verbinden diese Informationen mit Informationen aus den Finanzberichten der Firmen und den statistischen Daten vom Statistischen Bundesamt. Und mit diesen Informationen zusammen, mit den Informationen, die wir von den Mietern, von den Mieterinnis bekommen, die wir von externen Datenbanken auch sammeln können, machen wir am Ende eine Übersicht über die Eigentümerstrukturen der Stadt und versuchen systematisch auch die Frage zu beantworten, wem gehört die Stadt? Das haben wir bisher für Berlin sehr detailliert, jetzt auch für Leipzig gemacht und arbeiten jetzt daran, diese Informationen für 6 weitere deutsche und 6 weitere europäische Städte zusammenzutragen und dann auch einen systematischen Vergleich zwischen einzelnen Städten, zwischen einzelnen Ländern zu ermöglichen. Zu dem Projekt Wem gehört die Stadt gibt es natürlich auch eine Internetseite unter der Adresse www.wemgehörtdiestadt.de. Und auf dieser Seite kann man 2 Dinge tun. Zum einen kann man sich informieren und Informationen vergleichen zu den Städten, zu denen wir bereits gearbeitet haben. Das sind aktuell 6 europäische und 7 deutsche Städte, die hier auf dieser Karte zu sehen sind. Und man kann zu diesen Städten die Eigentümerstruktur vergleichen und kann zum Beispiel sehen, dass Zürich die Mieterhauptstadt Europas ist, dass aber dann relativ bald danach vor allen Dingen die deutschen Städte folgen, mit sehr hohem Anteil von Finanzmarkt und großen Privatvermietern auf dem Immobilienmarkt. Auf dieser Seite kann man außerdem sehen, welche großen Investoren europaweit aktiv sind und tatsächlich europaweit investiert haben. Das sind erstaunlich wenige Städte. Der Immobilienmarkt ist in den meisten Ländern in Europa, in den meisten Städten Europas und auch in Deutschland ein relativ lokaler. Das heißt, viele Investoren investieren in einer oder vielleicht auch in 2 Städten oder 3 Städten im gleichen Land, sehr selten auch über Ländergrenzen hinweg. Und die Investoren, die tatsächlich länderübergreifend investieren und in mehr als 3 Ländern aktiv sind, haben wir hier zusammengetragen und sammeln wir hier auch laufend mit weiteren Informationen. Und schließlich kann man auf der Webseite auch noch sehen, wie gut und wie transparent die Immobilienmärkte in den verschiedenen europäischen Ländern sind. Und man sieht hier das, was ich eingangs auch schon mal gesagt habe, dass tatsächlich in fast allen unseren europäischen Nachbarn die Immobilienmärkte transparenter sind als in Deutschland, dass Informationen darüber, wem Immobilien gehören, in fast allen europäischen Ländern tatsächlich bereits jetzt öffentlich sind und dass Deutschland hier noch großen Nachholbedarf hat, den hoffentlich in den nächsten 4 Jahren mit den versprochenen Fortschritten Deutschland dann auch aufholt. Was man neben dem Informieren und Vergleichen auf dieser Seite auch noch machen kann, ist Informationen über deine Stadt, über deinen Vermieter herauszufinden. Wenn deine Stadt jetzt schon zu den 7 Städten gehört, die wir uns genauer angeguckt haben, also zu Berlin, Leipzig, Frankfurt am Main, Erfurt, Hamburg, München oder Düsseldorf, dann kannst du auf dieser Seite für deine Stadt einmal auch wieder Informationen zur Eigentümerstruktur und zu den größeren Vermietern angucken. Aber du kannst auch nach Vermietern und Adressen suchen. Du kannst also hier in diesem Suchfeld einen Suchbegriff deiner Wahl eingeben, findest dazu Eigentümer, Vermieter genauso wie Adressen und kannst dann zu diesen Adressen Informationen über den Eigentümer hier abrufen. Das heißt, im Beispiel der Talstraße 1 siehst du, dass diese Talstraße 1 der Wohnungsbaugenossenschaft Erfurt EG gehört. Kannst du hier Informationen über diesen Eigentümer auch anschauen, meistens aus den Finanzberichten und aus den Berichten einzelner Mieter zusammengetragen, wie viele Wohneinheiten besitzt dieser Vermieter in der Stadt,
Wie vergleicht er mit anderen Vermietern aus der gleichen Kategorie und mit Vermietern aus anderen Kategorien, aus anderen Eigentümerstrukturen? Wie du hier ebenfalls siehst, ist diese Seite noch in Arbeit, handelt sich noch um eine Beta-Version. Wir haben diese Recherche für Berlin schon abgeschlossen und auch für Leipzig relativ weit vorangetrieben. Für die weiteren Städte sammeln wir gerade noch Daten und freuen uns deswegen ganz besonders darüber, wenn du mit uns Informationen über deinen Vermieter, über deine Adresse teilst und uns dabei hilfst, die größten Vermieter deiner Stadt ausfindig zu machen und auch zu bewerten. Dabei geht es uns nicht darum, einzelne Privatvermieter tatsächlich zu finden. Die lassen wir aus Datenschutzgründen raus, sondern es geht uns darum, die großen Vermieter deiner Stadt zu finden. Und wenn du zu diesen Vermietern Informationen hast, kannst du uns hier über das Kontaktfeld eine E-Mail schicken an wgds@posteo.de. Also E-Mail-Adresse, wem gehört die Stadt@posteo.de. Und dann kommt diese Information bei uns an und kann in unsere Studie über die Eigentümerstrukturen in diesen 6 Städten einfließen und unsere Webseite vervollständigen. Und wenn deine Stadt noch nicht dabei ist, kontaktiere uns gerne auch und dann versuchen wir in den nächsten Monaten und Jahren, diese Seite auch schrittweise auf weitere Städte auszudehnen, unsere Analyse auch für weitere Städte umzusetzen. Und was bringt diese Transparenz jetzt am Ende den Mieterinnen und Mietern? Bringen diese Fortschritte, die in der Ampelkoalition und auch in Berlin durch die rot-grün-rote Regierung versprochen sind, tatsächlich auch für die Mieter und Mieterinnen Fortschritte? Die Antwort darauf lässt sich auch aus unserem Projekt schon absehen. Zum einen gibt es eine ganze Reihe von Fällen, wo es den Mietern und Mieterinnen geholfen hat, ihren finalen Vermieter, den Vermieter und Eigentümer hinter den Investmentstrukturen, hinter den Investmentfonds, den finalen Berechtigten ausfindig zu machen und diesen finalen Berechtigten an seine soziale und moralische Verantwortung zu erinnern, die er bisher oder sie an den Investmentmanager übergeben hat und deswegen nicht so ausgeübt hat, wie es seinen oder ihren eigenen Werten entspricht. Das heißt, für die Mieter und Mieterinnen hilft es in einzelnen Fällen tatsächlich, ihren finalen Berechtigten, ihren finalen Vermieter auch ausfindig zu machen und nicht immer nur mit dem Investmentmanager zu sprechen und zu verhandeln, weil der Eigentümer, der Investor oft eigene Werte hat und diese Werte dann auch entsprechend, wenn der öffentliche Druck da ist, wenn sein Name bekannt ist oder ihr Name bekannt ist, dann auch entsprechend seine Geschäftspraktiken ändert. Noch wichtiger ist es allerdings, dass Mieterinnen und Mieter durch diese neue Transparenz, durch diese neuen Datensammlungen die Möglichkeit bekommen, mittelfristig für einen zuverlässigen, guten Mietspiegel, wo sie auch ihre eigene Miete vergleichen und dafür sorgen können, dass ihre Miete auch den gesetzlichen Vorschriften der Mietpreisbremse entspricht. Und dass sie durch diese neue Transparenz, durch diese neuen Daten tatsächlich langfristig eine sinnvolle, evidenzbasierte Regulierung des Immobilienmarkts bekommen, so wie es dem Interesse der großen Mehrheit in Deutschland, der Mieter und Mieterinnen und der Kleinvermieter tatsächlich auch entspricht. Und durch die Offenheit, durch die Transparenz, der öffentliche Druck und auch die Rechenschaftspflicht der Politik tatsächlich eingefordert werden kann, hier im Interesse der Mehrheit Immobilienmarkt zu regulieren und zu steuern. Und dafür kann das Projekt Wem gehört die Stadt und unsere individuelle Suche mit einzelnen Mietern und mit den Daten, die es jetzt gibt, nur der erste Schritt sein. Um wirklich für Transparenz auf den Immobilienmärkten zu sorgen, braucht es öffentliche Daten, braucht es Register und Datensätze, die komplett Informationen zur Verfügung stellen und auch auswertbar sind. Dabei gab es in den letzten Jahren große Fortschritte. Wir sehen, dass jetzt im Koalitionsvertrag auf Bundesebene eine Vernetzung des Datenbankgrundbuchs, also der Informationen über die direkten Eigentümer, die jetzt in den einzelnen Amtsgerichten, in den einzelnen Grundbüchern gesammelt werden, zu einem deutschlandweiten Datenbankgrundbuch und dann eine Vernetzung, eine Kombination mit dem sogenannten Transparenzregister,
in dem die finalen wirtschaftlich Berechtigten für jede Firma in Deutschland oder auch die in Deutschland Immobilien besitzt, erfasst werden soll. Das heißt, mit dieser Kombination, so wie sie jetzt im bundesweiten Koalitionsvertrag der Ampelkoalition steht, wäre genau das, was wir seit vielen Jahren in diesem Projekt auch fordern und fördern, erreicht, nämlich eine Information darüber, wem am Ende die Miete zufließt, wer am ganz am Ende als finaler Berechtigter tatsächlich von den Mieteinnahmen profitiert. Und wenn man sich das einmal im europaweiten Vergleich anguckt, dann ist das eigentlich der Standard. In unseren Nachbarländern ist die Information darüber, wem Immobilien gehören, keine private Information, keine privaten Daten, sondern das ist eine öffentliche Information. Und schließlich ist auch der Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün in Berlin noch einen Schritt weiter sogar und will in der nächsten Legislaturperiode für Berlin ein sogenanntes Mietenkataster aufsetzen, in dem sowohl die Information über den finalen wirtschaftlich Berechtigten hinter deinem Vermieter als auch die Information über die Miethöhe und weitere Informationen kombiniert werden. Das heißt, Berlin würde, so wie viele andere europäische Staaten und Städte weltweit auch, die Vermieter verpflichten, sich zu registrieren und Informationen über sich bereitzustellen, wenn sie in der Stadt als Vermieter aktiv werden wollen.